Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Star Stable Craft. Und erstmal, heute bin ich nochmal alleine, aber vermutlich beim nächsten Mal dann nicht, die kann wieder mal dabei. Es ist aber noch gerade wieder ein bisschen viel mit dem, was man vorbereiten muss. Oh, mein Hals, ich bin ein bisschen erkältet. Außerdem hatte ich mal auf die Fragen ein. Es wurde sich gefragt, wenn James wächst, wird er dann nicht brennen? Aber, wenn ich mich nicht ganz irre, wachsen kleine Zombies nicht. Und wir könnten, also James steht ja leicht davor. Wie machen wir denn das am besten? Wie bauen, also er hat gesagt, ich soll erstmal ein Metallgitter nehmen. Wo haben wir das denn? Metallgitter. Da. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Ich überlege gerade, wenn wir James quasi, ich habe eine Idee. Oh Gott, James, Vorsicht, geh weg da. Nein, 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 James ist abgehauen. Nun gut, dann holen wir uns eben James nachher wieder. Wir machen das quasi. Wir bauen jetzt erstmal ein Gefängnis für James. So, Mist. Ich werde, wenn ich dann vor Pinter Stories mache, wird irgendwann dann einfach James angerannt kommen, also der ursprüngliche James. Okay, also wir brauchen. Das ist aber doof. So. Wie sieht das denn aus? Ja, also wir können das so machen. Okay. Warum brennt der denn jetzt nicht? Ah. Wir brauchen wieder einen kleinen Zombie. Die kleinen Zombies bleiben nämlich klein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, ignorieren wir sie einfach. Sie haben bestimmt Spaß. Geh weg. Wreck. Oh, geht er denn nicht? Oh. So. Na gut, wir brauchen also ganz klar wieder einen kleinen Zombie. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Okay, und wenn die hier verbrennen. Huch. So, jetzt aber hier kommt James. Ansonsten müssen wir es dann echt mal manuell spawnen. Aber ich finde, das hat am letzten Mal. Oh. Warum kriegen wir keinen Baby-Zombie hin? Nun gut, ich glaube, wir müssen das wohl manuell. Moment, was ist. Warum ist denn hier jetzt ein Baby-Zombie? Ich brauche mal eine Leine. Können wir Baby-Zombies anleihen? Moment, der springt über das. Der ist über das Geländer gesprungen. Ich wusste gar nicht, dass Baby-Zombies über Eisengitter drüber kommen. Ich dachte, das ist wie ein Zaun. Oh nein. Schon mal gut zu wissen. So, dann machen wir uns wieder hier eins. Oh nein, das ist eins zu viel. So, okay. Eins, zwei, drei, vier. Da ist einer. So, jetzt lassen wir die erstmal verbrennen. Das heißt, ein Zaun
schützt besser als ein Eisengitter, wenn man es hinstellt. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Wusste ich gar nicht. Übrigens kann ich hier direkt mal sagen, dass es demnächst, ich glaube am Donnerstag, wenn ich mich nicht ganz irre, einen Fernbus-Simulator-Stream geben wird, weil da kommt das neue Update. Da kommt der neue doppelstöckige Fernbus, oh mein Gott. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz vertan habe, habe ich das gesehen, dass es hier vor einfach Stein dann war. Aber da ist er doch. Moment, warum hat James eine Schaufel? Egal. Hallo, James. So, wo ist denn der andere James hingerannt? Da hinten ist er, oder? Oh mein Gott, hier sind mehrere kleine James. Egal, ignorieren wir die einfach. Wie man es immer mit James macht. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt hier direkt davor Stein kommt. Aber dafür brauche ich echt dann, glaube ich, die Kaddi. Mach mal so lange einfach mal hier in dem Haus das Ganze, so wie es werden soll. Also wir machen hier definitiv noch Lampen rein. So. Hebo. Okay. So, und es geht natürlich jetzt hier dann nicht. Nee, es geht natürlich so auch nicht. Wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir ein bisschen mehr Licht reinbekommen. So. Aber generell hier oben in der Mitte brauchen wir halt deutlich mehr Licht. Wie machen wir das denn am besten? Machen wir einfach hier. So. Anders kriegen wir das, glaube ich, gerade nicht besser hin. So. Hier hinten haben wir natürlich jetzt extrem wenig Licht. Machen wir das einfach so, wir machen am besten hier diese Schalter raus. Ist einfach einheitlicher dann. So. Dann in die Ecken machen wir am besten auch noch Licht, weil da ist nämlich gerade das Problem, dass es ein bisschen dunkel ist. Okay. Jetzt brauche ich mal theoretisch noch hier irgendwie Licht. Wir machen das Ganze einfach ein bisschen weiter noch. Oh. So in der Art passt das eigentlich. Jetzt haben wir dann hier oben nur, dass wir halt einen Teppich drüber hauen. Das wird ja dann im Endeffekt eh die Küche hier. Machen wir hellblau und weiß. Okay, das sieht durch das Licht ein bisschen anders aus. So. Dann kommt hier noch so die Küche hin. Wir müssen definitiv hier nochmal irgendwie die Beleuchtung ein bisschen anders machen. Technologischen Fortschritt einziehen lassen. Wenn wir uns die Fackeln sparen. Ich glaube, in die Zimmer machen wir irgendwie so ein bisschen die Schlafzimmer rein. Und hier können wir die Beleuchtungen auch so machen, dass wir sagen, machen wir Glowstone rein.
Ich glaube, das untere lässt man lieber raus. Okay. Können ja theoretisch können wir das komplett einmal rum machen. Ist der Nachteil am Shader, dass man deutlich mehr Licht benötigt. Dafür sieht es natürlich einfach deutlich besser aus. Kopf überzubauen ist ein bisschen. Ich meine, Krämpfe im Nacken. Oh. Ist ein bisschen blöd zu steuern. Nein. So. Okay, das hier hätten wir schon mal. Mach mal hier eine Küche hin, so sagen wir hier Kühlschrank, so Standard, den wir quasi sonst immer gebaut haben. Wir sollten vielleicht überlegen, ob wir nicht hier noch so einen Raumteiler reinmachen. Für die Küche. Türkis mit hier hellgrau vielleicht. Muss mal sagen, hier so die Küche als Abtrennung. So in der Art, dass man die Küche nochmal abtrennt. So. Je. Das ist manchmal echt blöd zu treffen. So. So in der Art hier so als Teiler. Mal schauen, ob man das gescheit reinbekommt. Wenn nicht, mache ich das Ganze einfach wieder weg. Okay, regnet das gerade außen? Ja. So. Gucken wir mal, dass man. Das sieht. Momentan, da geht immer das, die Scheibe irgendwie durch. Seht ihr das? Lol. Mal gucken. Ich glaube, wenn man hier Steine dafür nimmt, das ist ein bisschen. Moment. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das so cool ist. So. Müssen wir es ansonsten ganz abtrennen. Ich überlege mir was. Oder ob wir das gar nicht machen hier im Raumteiler. Dass man quasi so eine offene Küche macht. Man kann auch theoretisch sagen, wir machen. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Wir so Regale oben rum machen, dass wir das Ganze so abtrennen. Im Endeffekt wird das hier. Sollte das hier nicht eigentlich auch der Essensraum werden? Moment, wir haben Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Da müsste das hier auch das Essenszimmer sein. Ja, da müssen wir wirklich wieder so eine Art Durchreiche bauen. Und ich glaube, wir müssen den Boden auch noch mal ein bisschen abändern. Müssen wir mal gucken, wo man hier am besten den Tisch hinstellt. Vielleicht wirklich so in die Mitte den Tisch. Boah. Das ist aber blöd gelöst dann. Hm.
Ich glaube, ich sollte zuerst die Küche dann bauen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wir brauchen... Aber ich muss dann unbedingt nochmal mit Kadim eine zweite Meinung holen. So. Also das eine ist dann ein Herd. Genau, das ist dann quasi... Das ist dann... Nee, es geht da oben auf der Herd. So. Dann haben wir da die Herdplatte drauf. So, dann haben wir... Ach nee, Moment, wir können doch eine Klappe machen, einfach. Müsste andersrum aufgehen, theoretisch. Genau, so. Das ist quasi... Kann man das jetzt wegmachen? Genau, dann haben wir nämlich so hier den Herd. Kann man da aufmachen und was reinschmeißen. Und jetzt überlege ich gerade, was ist denn neben dem Herd? Wäre dann hier theoretisch so der Kühlschrank. Und den machen wir definitiv aus Stein. So, Kühlschrank und ein Waschbecken muss immer rein, finde ich. Okay. So. So haben wir das. Sieht so irgendwie auch nochmal besser aus, wenn man da so die Front macht. Ich überlege gerade, ob man die generell macht, so. Ah, finde ich sogar ganz gut so. Dann haben wir hier den Herd. Links und rechts eine Arbeitsplatte. Und auf jeden Fall finde ich noch gut, wenn wir dann hier oben noch so Schränke haben drüber. So in der Art. Aber ich glaube fast, dass wir den Kühlschrank doch anders machen. Oder so. Und dann, ach Gott, ich baue gerade total viel um. So. Huch. So, der Kühlschrank. Und dann haben wir da oben dann noch die Fenster. Die Schränke dann. So. Nein. Okay. So in der Art. Und dann hier drüben noch irgendwie machen wir noch so Schränke rein. Vielleicht dann so. Und so, und dann machen wir da noch eine Tür davor. So als Lager. Ach, verdammt. So. Machen wir noch kurz einen braunen Teppich. Okay.
Und damit hätten wir das schon mal. Perfekt, es geht beides auf. Wir haben den Lagerraum. Und dann könnten wir theoretisch das ja über die ganze Breite machen. Ach verdammt, ich dachte, ich kriege das Weiße noch. Schnee, hellgrauer Teppich, weißer Teppich. Okay. So weit, so gut. Sieht doch schon mal ganz gut aus, unsere Küche. Und wie ich den Rest weiter davon mache, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir gerne auch natürlich eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch alles so machen. Also dann, ciao, ciao.